Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei dem Regenspiel Staxel. Ja, es ist heute ganz schlechtes Wetter hier. Das ist nicht gut, aber hey, was soll's. Wir müssen nach vorne schauen und uns Gedanken machen, wie es weitergeht. Wir haben Brombeeren, das ist gut. So, endlich hat dieser blöde Strauch mal was gegeben. Oh, Milch. Und jetzt würde ich gerne einen Huhn freilassen. Wir müssen uns Gedanken um Hühner machen. Die Frage ist nur, wo machen wir Hühner hin? Kriegen die hier so ihren eigenen Bereich? Machen wir also das Gatter kleiner oder hier? Aber nicht, dass sie ertrinken. Ja, wir brauchen ja auch theoretisch Sand. Hühner brauchen Sand zum Scharren. Ich weiß es nicht. Können wir die irgendwo hinstellen? Ich will die nicht freilassen, weißt du? Noch nicht. Aber wir müssen unbedingt den Tieren was zu essen geben. Und irgendwas kitzelt ganz furchtbar bei der Nase. Oh, Entschuldigung. Ja. Oh. Schlimm, wenn das nicht, wenn du nicht schnell genug auf den richtigen Knopf drückst. Nicht, dass noch mal einer kommt. Erstmal Hundefutter. Ah. Oh. Ja, es ist nicht so einfach. Hier, Hund, ich habe was zu essen für dich. Komm, wir streicheln dich mal eben. 14 Gurke? Ach, ich habe die Gurken und die waren alle voll. Also, das ist ja blöd. Habe ich das eigentlich schon gegossen? Und ich glaube, ich bin ein bisschen... Achso, ja, es regnet. Ja, da brauche ich ja gar nicht gießen. So. Kuhfutter. Wir müssen neues Kuhfutter besorgen. Hier. Ach ja. Wir müssen weiter angeln. Ich habe, also ihr seht, ich habe nicht so viel. Also das ist schon okay. So. Wir gehen zurück ans Meer. Ist da gar nichts von pflückbar? Nö. Okay. Oder ist kaputt? Ich pflanze auch nichts, weil, ganz ehrlich, ich bin aktuell noch nicht in der Stimmung, nur Gartenarbeit zu machen. Ich weiß, ich wollte eigentlich auch schon längst viel mehr kochen. Aber dafür würde ich gerne das Haus ausbauen. Aber um das in Ruhe machen zu können, will ich erstmal alle anderen Aufgaben sozusagen abgeschlossen wissen. Und jetzt müssen wir mal eben gucken, ob wir hier... Haben wir ja Hinterteile, ne? Parasaurolophulus. Einen davon hatten wir ja. Der aufmerksame Zuschauer wird es ja mitbekommen haben. Ein Teil haben wir ja sozusagen hier aus dem Möppel rausgeklaut. Es könnte das gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das macht einen sehr guten Eindruck. Könnte es sein, dass wir alles wieder zusammen haben? Wir hämmern das mal ab. Parasaurus. Pleosaurus. Okay, also dann war's das. Dann haben wir das tatsächlich zusammen und es scheint da auch kein Schwänzchen für zu geben. Okay. Dann können wir den Rest ja verkaufen, ne? Machen wir wieder ein bisschen Geld bei diesem Mistwetter. Die Sachen kommen mir alle bekannt vor, also werden wir die auch irgendwie haben. Gibt ja leider nicht viel dafür. Nur noch 100. Oh, guck mal, es wird immer weniger. Hier mal 500 für. Da weiterhin 200. Auch nur 100. Naja. Aber was soll ich auch sonst mit dem Mist machen, ne? Ja, hier unten haben wir schon mal die drei Fische, die wir brauchen. Insgesamt brauchen wir ja 4. Das heißt, wir sind jetzt auf der Suche nach dem Kugelfisch. Hui. Dototoxin ist es, glaube ich, oder? Was den Kugelfisch so giftig macht. Kennt sich da einer aus? Wer wollte ja nicht bei Regenwetter angeln? Komm, gleich ein Kugelfisch, dann haben wir es hoffentlich hinter uns.
Weil wo auch sonst als im Meer. Ein Kugelfisch habe ich nicht. Ich kenne keinen Süßwasserkugelfisch. Kennt ihr einen Süßwasserkugelfisch? Ein Hummer. Na super. Das ist immer der Nachteil bei Sammelquests, die so lange dauern, weil du allen möglichen Scheiß findest. Und du kannst hier während so einer Sammelquest noch nicht mal ein Getränk einschütten. Weil du dich ja konzentrieren musst. Aber ich muss ja irgendwie meine Stimme... Tintenfisch habe ich schon. Brauchen wir zwar, habe ich aber schon. Ich muss ja meine Stimme geschmeidig halten. Oh, ich habe was am Haken. Weiter geht's. Immer konzentrieren. Man muss an der richtigen Stelle klicken, damit der Balken nicht so weit nach unten geht und hoffen, dass kein Dritter kommt. Und dann, juhu! Erfolg. Ein Pivotfisch. Ja, aber der Pivotfisch, ist der nur scheiße übersetzt? Also wir brauchen noch Bauholz, Eichel und Nashornkäfer. Die habe ich ja zu Hause. Sollen wir es mal kochen? Kochen können wir auch zu Hause. Ich versuche das mal zu Hause. Komm, vielleicht ist der Pufferfisch einfach nur falsch übersetzt. Oder nicht übersetzt oder nicht genau übersetzt oder so. Weil Fisch ist übersetzt. Also müsste es eigentlich übersetzt sein. Aber er sieht halt auch aus wie ein Kugelfisch. Es passt ziemlich gut. Vielleicht haben sie einfach nur eine fehlerhafte Übersetzung. Man weiß es ja nicht so genau. Okay, wir gehen an unsere Kochstation. Scheiß Wetter. Kochen, mischen, kochen. So. Und da legen wir jetzt auf den Tisch. Warte mal. Ich hatte die Pivotfisch. Hier. Die vier Sachen legen wir jetzt auf den Tisch. Barsch, ein Aal, einen Tintenfisch und einen Pufferfisch. Doch, war doch... Oh Mann, oh. Welche Tastenkombination ist es denn jetzt? Ja, also ihr seht, der Pufferfisch ist es allem Anschein nach nicht. Forellenbarsch, Aal, Tintenfisch und der Pufferfisch, der sieht ja nur wirklich aussieht wie ein Kugelfisch, ne? Ist es nicht. Also weiter. Schon fertig? Tut mir leid. Also das sind, ihr seht, das sind genau die Dinge, die mich so anranzen an diesen Spielen. Wo du dir denkst so, meine Fresse, warum muss das alles so elend, ewig lange dauern? Für ein Let's Play total ungeeignet. Weil wir wollen ja auch ein bisschen Content hier bringen, ne? Und nicht nur drei Folgen angeln. Das ist ja ein Sinn und Zweck der Sache. Und du weißt eben auch immer nicht, was ist jetzt richtig, ne? Ist es jetzt Pufferfisch ein eigener Fisch? Weil ich habe noch nie einen Kugelfisch gefangen. Also ich habe keinen Kugelfisch. Und Pufferfisch, ich meine, das wäre sogar im Englischen, heißt ja nicht sogar Pufferfisch? Bin mir nicht ganz sicher, aber bin ja nicht so gut in Englisch, wie man ja allgemein kennt. In dem einen Gewässer war er nicht, in dem Gewässer ist er nicht. Und ich kann ja nicht nur angeln, damit es hinterher heißt, ja, nee, das ist ein Fehler in der Matrix. Das ist der Pufferfisch, aber der muss auf eine andere Position in der Kochstation. Das kann ja alles sein. Das ist ja das Problem, ne? Dass die Spiele da nicht so sauber erklären sind. Kalmar. Das ist eher eine Tintenfischart.
Ne, Kalamaris-Ringe, da werden dann diese Gummiringe rausgemacht. Die man entweder als Penisring nimmt oder wenn man sie mit Teig ummantelt, kann man sie wohl auch essen. Ich habe keine Ahnung. Ob die aus Silikon gedrückt werden, ob da überhaupt noch ein Tier für stirbt oder ob das alles schon Erdölmasse ist, man weiß das ja nicht. Ich möchte allerdings, gut, wir haben jetzt noch knapp 5 Minuten, ne? Also ich möchte natürlich die Folge auch nicht nur Angeln und Fehlschläge haben, das wäre jetzt die zweite in Folge. Ich weiß aber auch nicht, wie ich es vorbereiten soll, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich kann mich natürlich jetzt stundenlang hier hinhocken, ohne Aufnahme und hoffen, dass ich mal irgendwann einen Kugelfisch hier raushole. Womöglich ist der Kugelfisch, den ich wirklich nur als Salzwasserfisch kenne, dann doch im Süßwasser, aber nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000 oder so. Ich habe keine Ahnung. Nasenmuräne, ja, sowas braucht man. Die wird wahrscheinlich nicht einmal im Spiel wirklich gebraucht, aber die findest du. Und ich weiß ja auch nicht, warum man das alles so machen. Warum? Warum ist das so schwierig, so Sachen zu finden? Lachs. Ich meine, bei dem Wetter würde ich nie angeln gehen in Real Life, ne? Was ist jetzt falsch? Das Rezept oder der Pufferfisch ist gar kein Kugelfisch und es gibt einen, aber den fängt man nicht. Oder wo ist das? Weiß ich, ich erkenne nicht das Problem, wie ich diesen blöden Weihrauch... Es gibt tatsächlich einen Kugelfisch. Und ihr seht, der sieht den Pufferfisch doch zum Verwechseln ähnlich. Hä? Muss ich da irgendwas zu sagen? Das ist derselbe Fisch, nur der eine grau, der andere ein bisschen orange drin. Ihr wollt mich doch verarschen, ehrlich. Das ist doch wohl nicht wahr. Aber so gehen die Spiele heute mit einem um, weißt du? So, wo haben wir denn Sternenstücke? Seht ihr zufällig eins? Wenn wir schon mal hier sind? Was gibt's denn an unserem Sternensteinchenwagen? Weil ich brauche ja auch noch einen Schlafsack, weißt du? Dann kann ich mich in den Höhlen... Ja, das glaube ich, dass dir das gefällt. Komische Helme. So, kochen wir mal ganz schnell. Immer noch keinen Stern... Nee, das sind die Zahlen. Aber es müsste schon längst ein Sternenteil runter... Da, bin ich drauf... Ach so, ja, okay. Geh mal weg. So, mitnehmen. Wenn ich schon so viele davon ausgegeben habe, wie viel habe ich denn jetzt ausgegeben? Haben wir noch knapp 100, okay. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen warten. Live! Hast du noch irgendwas? Wie eigenartig, ich bekomme von zu Hause gar keine Briefe mehr. Mann, kannst du dir nicht mal was Neues einfallen lassen, du Brombeere? Nur weil ich ihn gerade gesehen habe. So, wann ist Mitternacht? Wann können wir? Gehen wir mal hier auf die Mitte des Platzes und gucken mal. Weil der eine Sternenmöppel, der kommt ja jetzt gleich hier runtergeschossen. Psychedelic. Und dann machen wir das nämlich so, dann sammeln wir den noch ein, machen dann mit der Folge Schluss. Ja? Wenn wir so spontan kriegen. Wenn wir natürlich einen riesen Aufwand dafür machen müssen, nicht. Und dann werden wir da hinten sagen, bei der nächsten Folge fangen wir dann das Kochen an. Was haltet ihr davon? Und während ich dem Ding hinterher hechte und ins Bett gehe, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Tut mir leid, dass die Folge nicht so ganz mörderscharf war, aber hey, es gehört dazu. Und da ich ja nicht dieser Blitz-Player bin, der 4 Stunden Aufnahme in 15 Minuten Video packt, sondern euch auch dran teilhaben lassen möchte an meinen Rückschlägen, die dieses Spiel nun mal bietet. Ja, wünsche ich euch also wie gesagt alles Gute und wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Gute Nacht, ciao, ciao!